Hallo Frankfurt und willkommen zu einer neuen Folge von Ich zeige euch, wie man Roblox Studio benutzt. Und heute sind wir immer noch beim Coding und lernen diesmal Loops. Ich habe den Rucksack kaputt gemacht, das ist so traurig. Naja, egal. Loops sind eine tolle Sache, weil mit Loops kann man loopen und so. Und ich würde sagen, legen wir direkt los mit der Frage, was sind überhaupt Loops? Und dafür zoomen wir hier ein bisschen ran und sagen dann, Loops sind Strukturen, welche es ermöglichen, Code wiederholt auszuführen. Und beim letzten Mal haben wir ja über Funktionen geredet, wenn ihr das nicht gesehen habt, sehr wichtig, angucken. Und Funktionen sind ja auch Codeblöcke, die man beliebig oft, also auch wiederholt, ausführen kann. Aber ich sag euch, Loops sind nicht das Gleiche. Loops sind was anderes. Glaubt mir einfach. Es gibt verschiedene Arten von Loops. Und zwar, es gibt den While Loop, es gibt den For Loop und es gibt den Repeat Loop. Ich hoffe, das sind die, die es gibt. Ich hoffe, ich vergesse keine, aber das sind auf jeden Fall die drei Loops, die wir heute behandeln werden. Und wir fangen natürlich erstmal mit dem While Loop an. Ein While Loop startet man im Code, indem man einfach das Keyword While schreibt. Dann kommt danach eine Bedingung. Das heißt, ihr könnt einfach schreiben True. Oder halt wirklich eine Bedingung, zum Beispiel 1 plus 1 ist gleich 2. Was ja im Grunde dasselbe ist wie True. Und dann wird es mir schon rot unterstrichen, das ist nicht vollständig. Es fehlt nämlich jetzt noch ein Do, um einen Scope zu öffnen. Und dieses Scope definiert dann den Bereich, der geloopt werden soll. Wir haben ein Keyword, welches den Loop startet. Dann haben wir eine Bedingung, an die der Loop geknüpft ist. Und wir haben dann natürlich noch ein Scope, welches den geloopten Bereich definiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, while 1 plus 1 ist gleich 2 Do und jetzt einfach zum Beispiel printen Hi, dann haben wir ein Infinite Loop, weil 1 plus 1 ist ja immer 2. Und ein While Loop wird so lange ausgeführt, wie die Bedingung, die hier steht, true ist. Das heißt, wenn ihr hier einfach true reinschreibt, habt ihr einen unendlichen Loop und das kann euren Code richtig hart brechen. Was man auf jeden Fall immer in so einen unendlichen Loop reinschreiben sollte, ist ein Wait. Um genau zu sein, ein Task.wait, zum Beispiel eine Sekunde. Sehr wichtig, dass ihr immer, wenn ihr so eine Schleife habt, irgendwo ein Wait drin habt. Weil sonst versucht Lua halt unendlich oft, Print High auszuführen. Und das innerhalb von einem Frame. Einer Berechnungseinheit sozusagen. Und das geht nicht. Unendlich viel machen in so wenig wie möglich Zeit geht einfach nicht. Dementsprechend haben wir hier einen Task.Wait drin. Und ich zeige euch einfach mal, was dann passiert. Dafür ziehen wir den Output hier hoch. Führen den ganzen Spaß aus. Und jetzt steht hier Hi. 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 Jetzt haben wir nämlich was Blödes gemacht, und zwar bei uns läuft ein unendlicher Loop im Output. Was im Endeffekt bedeutet, dass dieser Code hier jetzt permanent in Roblox Studio im Hintergrund ausgeführt wird. Und er endet nie, weil 1 plus 1 ist immer 2. Und dementsprechend wird er jetzt immer high printen, dann eine Sekunde warten und dann wieder high printen und dann eine Sekunde warten und dann high printen und eine Sekunde warten und wir sind gefangen. Wir sind jetzt schon bei 48 Sekunden, 49, 50 und so weiter. Die High geprintet wird. Wenn wir das hier aufklappen, seht ihr, die Konsole ist voll mit Highs. Ich klappe das wieder zu. Und wenn ich den Output cleare, geht es immer noch weiter. Er printet immer noch weiter High. Und die einzige Möglichkeit, diesen Loop hier abzubrechen, ist es, Roblox Studio zu schließen. Ist kein Problem. Ich kann ja oben natürlich einfach auf Save to Roblox gehen. Dann wird es gespeichert. Und wir schließen einfach mal wieder RSL. Und dann gehe ich wieder neu in das Spiel rein und aus irgendeinem Grund sind meine Fenster nicht offen. Aber zum Glück wisst ihr ja, was dann zu tun ist. Ihr geht oben auf View und klickt den Explorer, die Properties, die Toolbox, den Output, Find All, Replace All. Was habe ich sonst immer noch offen? Ich habe immer gerne den Tag Editor offen und das sollte jetzt erstmal reichen. So, wir haben jetzt gelernt, was ein While Do Loop macht. Ein While Loop führt diesen Code, der hier drin steht, immer wieder aus, solange diese Bedingung hier oben true ist. Wir können natürlich auch eine Bedingung reinschreiben, die sich ändern kann und dadurch geben wir uns natürlich auch die Option, einen Loop wieder zu beenden. Wir könnten jetzt zum Beispiel schreiben While Apfel, do, print high. Oder wir schreiben hier print Apfel. Oben können wir die Variable Apfel deklarieren. Und zwar Apfel ist gleich true. Warum ich die Variable jetzt als globale Variable deklariert habe und nicht als lokale Variable, ist sehr simpel. Denn globale Variablen werden von unserer Command-Zeile hier unten gespeichert und funktionieren halt befehlsübergreifend. Das heißt, wenn ich hier unten reinschreibe, Apfel ist gleich true und dann schreibe print Apfel, dann printet er true. Wenn ich jedoch schreibe local Birne ist gleich true und dann schreibe print Birne, dann printet er nil. Und zwar, weil jedes Mal, wenn wir ein Command hier unten in der Command-Bar ausführen, wird praktisch ein neues lokales Scope für diesen Command erschaffen. Und in dem lokalen Scope werden natürlich lokale Variablen nach Ausführung des Commands wieder verschwinden. Eine globale Variable ist jedoch
für das globale Scope hier unten in der Command-Zeile übergreifend und dementsprechend ist das so einer der wenigen Anwendungszwecke, wo globale Variablen Sinn ergeben. Das bringt euch im wahren Spiel nichts. Wenn ihr mit einem richtigen Spiel arbeitet, dann macht ihr natürlich niemals hier eine globale Variable, sondern schreibt immer Local Apfel, wenn das dann in eurem Spiel ausgeführt werden soll. Aber weil ich es ja jetzt in der Command-Zeile hier unten ausführe, um es euch zu zeigen, mache ich es einfach mal so. Hier steht jetzt Apfel ist gleich true, while Apfel do, print Apfel, dann warte eine Sekunde, dann prüf nochmal, ob Apfel true ist, dann print Apfel, warte eine Sekunde, prüf nochmal, ob Apfel true ist, print Apfel und warte eine Sekunde und so weiter. Und das können wir jetzt ausführen und hier wird jetzt wieder geprintet Apfel, Apfel, Apfel. Ich clear die Konsole und da steht immer noch Apfel, Apfel, Apfel und so weiter. Ich kann jetzt hier unten aber den Command eingeben. Apfel ist gleich false. Blub. Und ich habe es natürlich falsch geschrieben, deswegen passiert gar nichts. Aber wenn ich Apfel jetzt richtig schreibe, blub, steht jetzt Apfel ist gleich false und es wird nicht mehr Apfel geprintet. Weil jetzt hat er ausgeführt, print Apfel, hat eine Sekunde gewartet, hat geguckt, ist Apfel true? Nein, Apfel ist jetzt false und dementsprechend ist der Loop vorbei und das Script wird weiter ausgeführt. Wir können hier unten jetzt hinschreiben, print loop vorbei und testen das Ganze dann nochmal aus. Ich schiebe das mal runter, damit ihr das seht. Hier nochmal den Output. Schreibe hier jetzt nochmal rein, dass es ausgeführt werden soll. Und jetzt haben wir wieder im Output einen while loop, der immer prüft, ob die Variable, die globale Variable Apfel, true ist oder existiert. Sie prüft im Grunde nur, ob sie nicht nil oder nicht false ist, um genau zu sein. Das sollten wir inzwischen von dem Boolean-Video wissen. Dann printet es Apfel, wenn Apfel nicht false und nicht nil ist, wartet dann eine Sekunde und prüft die Bedingung nochmal. Führt der Scope nochmal aus und prüft die Bedingung nochmal und führt das Scope nochmal aus. Und wenn dann irgendwann die Bedingung false oder nil sein sollte, dann wird dieses Scope nicht mehr ausgeführt, sondern wir springen direkt in Zeile 17, da ist nichts, und dann in Zeile 18 und dort steht dann Loop vorbei. Und jetzt schreibe ich hier unten rein, Apfel ist gleich nil. Na, wir machen erstmal Apfel ist gleich Apfel. Weil ein String existiert ja. Ein String ist nicht nil und ein String ist nicht false. Dementsprechend sollte es weiterhin funktionieren. Also schreibe ich jetzt Apfel ist gleich Apfel und der Loop wird weiterhin ausgeführt. Weil auch wenn hier ein String drin steht, ist es ja immer noch etwas, was existiert. Solange es nicht nil oder nicht false ist, wird es weiter ausgeführt. Also schreiben wir jetzt Apfel ist gleich nil. Dementsprechend sollte der Loop gebrochen werden. Wir führen das Ganze aus und hier unten steht jetzt Loop vorbei. Und das war's. Ich hoffe, das war anschaulich genug, dass ihr es jetzt verstanden habt, wie dieses Script ausgeführt wird. Nochmal, wir wissen, Scripts werden von oben links nach unten rechts abgearbeitet. Aber es gibt nun mal Code-Strukturen, welche diese Reihenfolge unterbrechen können. Erstmal wird Zeile 1 gelesen. Wir sehen in Zeile 1, okay, hier wird ein Kommentar geöffnet. Der Kommentar geht über mehrere Zeilen. Dementsprechend skippt Lua alles, bis diese Symbole kommen und liest dann ab hier weiter. Hier hinter diesen zwei Sachen, ich könnte hier local high ist gleich 1 schreiben. Das würde noch gelesen werden, weil es hinter dem Ende des Multizeilen-Kommentars steht. Aber weil hier nichts steht, geht an die nächste Zeile. Hier steht nichts, also geht an die nächste Zeile. Hier steht Apfel, kenne ich nicht, wird eine globale Variable sein. Okay, Apfel wird deklariert mit dem Wert true. Okay, nächste Zeile ist nichts. Nächste Zeile while, oh, jetzt fängt eine Schleife an. Was ist die Bedingung? Apfel. Okay, jetzt prüfen wir, ob Apfel nicht false oder nicht nil ist. Wenn das der Fall ist, wird dieser Loop ausgeführt. Wenn das nicht der Fall sein sollte und hier zum Beispiel false oder nil steht oder wenn wir Apfel gar nicht deklariert hätten, dann würde dieser gesamte Loop übersprungen werden. Das würde dann so aussehen. Ah, hier kommt End, dann gucken wir, was hinter dem End steht. Nichts. In Zeile 17 steht nichts. In Zeile 18 steht Loop vorbei. Also führen wir die Funktion print aus mit den Parameter Loop vorbei und das printet einfach Loop vorbei in den Output. Da Apfel aber deklariert wurde als true, gehen wir tatsächlich rein in den Loop, führen diesen Code hier aus, sind am Ende und wissen noch, wir sind in einem While-Loop, also gehen wir wieder zurück in Zeile 12 und prüfen die Bedingungen nochmal. Und das machen Loops. Loops heißen Loops, weil es Loops sind. Also Loop ist Englisch für Schleife, das schreiben wir mal dazu. Loop ist Englisch für Schleife und die heißen so, weil sie eine Schleife in eurem Codefluss liefern. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass das Script immer von oben nach unten liest, also hier geht eine ganz normale Linie nach unten. Sie geht nach unten, geht nach unten, geht nach unten und jetzt kommt eine Schleife und geht wieder hoch. Und jetzt kommt eine Schleife und geht wieder hoch. Und jetzt kommt eine Schleife und geht wieder hoch. Und jetzt ist die Bedingung nicht mehr erfüllt, also springen wir direkt zum Ende und es geht weiter. Deswegen heißen Loops Loops, weil sie einfach durch den Code durchschleifen, sag ich mal. Nicht wie mit Schleifpapier, aber wie halt mit einer Schleife. Der Grund, weshalb ihr hier immer ein Wait drin haben sollt, ist natürlich, dass diese Schleife nicht unendlich oft gleichzeitig ausgeführt werden soll. Das wäre ziemlich dramatisch, weil das würde einfach euer
JavaScript brechen. Je nachdem, auf welchem Gerät ihr das macht, kann es funktionieren und bei euch wird Roblox Studio dann weiterlaufen. Dann kommt ein Error hier unten, yo, exhausted execution time, Script abgebrochen und weiter geht's. Aber wenn euer Laptop, PC oder was auch immer ihr benutzt, nicht stark genug ist, dann kann es sein, dass Roblox Studio crasht oder es kann sogar sein, dass euer ganzes Gerät crasht. Dementsprechend macht das bitte nicht. Immer mindestens ein Task.wait mindestens drin haben. Ihr könnt auch so ein Task.wait ohne Argumente machen, dann wartet es einen Frame. Und das würde dann ungefähr so aussehen. Wir führen den Command nochmal aus. Blub, und jetzt steht hier, ihr seht, ungefähr 60 Ausführungen pro Sekunde geht's hier hoch. Und das Ganze wird nur unterbrochen, indem ich sage, Apfel ist gleich false. Loop. Und der Loop ist vorbei. 739 Ausführungen in der kurzen Zeit. Aber hätten wir hier kein Task.wait gehabt, dann wären das Zehntausende bis Hunderttausende im selben Zeitraum, in dem hier nur einmal Apfel gestanden hätte. Und dann wäre es halt am Ende gecrashed. Dementsprechend sind Loops einerseits sehr mächtig, um wiederkehrende Aufgaben immer wieder auszuführen, aber halt auch sehr gefährlich, weil man damit sein Script ziemlich schnell sehr unperformant machen kann oder sogar brechen lassen kann. Was gibt es denn für sinnvolle Anwendungen für ein While-Do-Loop? Zum Beispiel könnte man sagen, wir machen einen Countdown. Local Countdown ist gleich 10 Sekunden. Und jetzt sagen wir, while Countdown ist größer als 0, do. Und dann printen wir einfach Countdown, Punkt, Punkt, Sekunden verbleibend, Punkt, Punkt, Punkt. Hier unten warten wir natürlich eine Sekunde, aber wir müssen den Countdown natürlich noch verringern, sonst haben wir wieder ein Infinite Loop. Das bedeutet, wir schreiben hier jetzt einfach Countdown minus ist gleich 1. Das heißt, Countdown ist gleich Countdown minus 1. Das geht dann immer so weiter. Am Ende sagen wir hier Countdown vorbei. Und wenn wir das Ganze ausführen, indem wir den Output clearen, und dann ausführen, dann seht ihr 10 Sekunden verbleiben, 9 Sekunden, 8 Sekunden, 7 Sekunden, 6 Sekunden und so macht ihr einen Countdown zu eurem Spiel und das könnt ihr in eurem Game Loop natürlich gerne einbauen. Jetzt haben wir Countdown vorbei. Perfekt, hat sehr gut funktioniert, aber 1 Sekunden ist falsche Grammatik und das sind solche Sachen, bei denen manche Programmierer sich gerne die Haare ausreißen, wenn sie dann wirklich fürs User Interface Sachen schreiben müssen. Dann sagen wir, okay, if Countdown ist gleich 1, then print Sekunde verbleibend, else print Sekunden verbleibend. So, jetzt haben wir ein If-Else-Statement hier eingebaut. Wer nicht versteht, was das hier ist, guckt sich bitte nochmal die Folge mit den Bedingungen an. Die ist jetzt oben auf dem i verlinkt. Und dann haben wir natürlich jetzt einen Code, in dem steht Sekunden verbleiben. Oh, es wird zweimal ausgeführt. Habe ich was falsch gemacht? Ach nee, hier oben. Ich habe den Code da oben gelassen. Seht ihr, so schnell baut man Fehler in sein Skript ein. Jetzt steht hier 1 Sekunden verbleibend und 1 Sekunde verbleibend. Auch nicht gut, okay. Also das hier oben muss natürlich noch entfernt werden. So wäre der Code dann richtig. Aber nochmal hier richtig ausführen. 10, 9, 8, 0. Funktioniert. So eine While-Schleife kann natürlich auch bewusst unendlich gemacht werden. Manche Spiele haben nun mal einen Game-Loop, bei dem eine und dieselbe Sache sich immer und immer wiederholt. Zum Beispiel, wenn ihr einen Shooter habt mit einem Rundensystem, dann wird ein Match initialisiert, die Karte wird ausgewählt, die Spieler werden Team zugeordnet, das Match wird gestartet. Dann wird heruntergezählt, bis das Match vorbei ist oder vielleicht bis eine bestimmte Punktzahl erreicht wurde. Das Match ist vorbei, der Sieger wird gekürt, die Leute kommen zurück in die Lobby und dann fängt der Loop wieder von vorne an und das nächste Match wird initialisiert, die nächste Map wird ausgesucht und so weiter und so fort. Und das läuft alles im Game Loop in einer While True Do Schleife, die einfach unendlich weitergeht. Also zum Beispiel Start Match, End Match, keine Lust mehr zu schreiben. Back to Lobby meinetwegen. So, und dann natürlich immer seine Task.waits mittendrin, sind aber dann gar nicht wirklich wichtig, weil wir gehen davon aus, dass in Start Match natürlich auch geyieldet wird, weil so ein Match dauert ja eine Weile, dementsprechend bräuchte man hier dann nichts drin. Aber das sollten wir so lieber nicht schreiben, solange die Funktionen nicht existieren, ist das eher problematisch. Übrigens gibt es noch andere Code-Strukturen, die den Fluss von unserem Code verändern. Es gibt natürlich Bedingungen, weil bei Bedingungen haben wir if, else, and, was wir ja eben schon hatten. Und wenn hier ein if-Statement kommt, dann bedeutet das ja, dass der Code, der danach kommt, nicht unbedingt ausgeführt werden muss. Nur wenn die Bedingung wahr ist. Das heißt, hier werden einfach ein paar Zeilen übersprungen und wir kommen direkt zum else. Oder das hier wird zwar ausgeführt, aber dann wird das else übersprungen und so weiter und so fort. Das wäre eine Code-Struktur, die den Lesefluss beeinflusst. Aber was wir auch haben, sind natürlich
Funktionen. Und auch Funktionen beeinflussen den Lesefluss, weil man deklariert eine Funktion, indem man sagt local function Spaß, schreibt hier was rein, print Spaß. Aber der Code, der liest ja hier, okay, Funktion wird deklariert und dann lesen wir hier weiter. Und erst dann, wenn wir hier unten irgendwo sind und dann sagen Spaß und die Funktion ausgeführt wird, dann wird unser Script sagen, okay, Spaß kenne ich, und dann springt es wieder nach oben und führt nochmal Spaß aus und dann springt es wieder zurück direkt hinter die Funktion und dann geht's weiter. Und man kann Funktionen auch nutzen, um Loops zu erstellen. Man kann nämlich Funktionen in sich selbst callen. Wenn wir jetzt sagen, local function rekursive Funktion und dann zum Beispiel sagen, print Countdown Sekunden verbleibend. Local Countdown hätte ich lassen können, ist gleich 10. Hier müssen wir natürlich unsere Bedingungen reinschreiben. If Countdown ist kleiner gleich 0, then Return End, weil Return beendet die Funktion und returnt dann natürlich das, was hinter dem Return-Argument steht, wenn man es möchte. Jetzt sagen wir hier Countdown minus gleich 1, Print Countdown verbleibend. Und dann sagen wir einfach rekursive Funktion und dann wird sie nochmal ausgeführt. Dann haben wir eine Funktion mit Tail Recursion. Das bedeutet, die Funktion wird ausgeführt. Natürlich müssen wir hier unten sagen, sie soll ausgeführt werden. Das heißt, das Script liest es so. Bla 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 bla. Local Countdown, okay. Local Function, okay. Alles überspringen, was hier drin steht. Wir machen hier weiter. Bla bla. Und dann rekursive Funktion. Dann fangen wir mal an mit der rekursiven Funktion. Local rekursive Funktion prüft jetzt, ist Countdown niedriger als 0? Nee, okay, dann ist mir egal, was hier hinter steht. Wir gehen direkt weiter nach dem End. Gucken, hier steht nichts. Countdown wird verringert um 1. Alles klar. Print-Sekunden verbleibend. Und mir fällt gerade ein, wir sollten natürlich den Print über die Verringerung schreiben, weil sonst haben wir da falsche Sachen stehen. Also Counter minus gleich 1. Und dann wird rekursive Funktion nochmal ausgeführt. Okay, dann gehen wir nochmal hierhin zurück, führen das nochmal aus. Ist Countdown jetzt kleiner gleich 0? Immer noch nicht. Weiter geht's. Und das wird so lange ausgeführt, bis Countdown kleiner gleich 0 ist. Dann wird die Funktion mit dem Return-Argument beendet und es geht weiter, indem wir hier jetzt schreiben Print Loop vorbei. Das ist eine Möglichkeit, Loops zu machen mit Funktionen. Und bevor wir das Ganze einmal ausführen, schreiben wir hier natürlich noch task.wait 1, weil sonst wartet der Counter natürlich nicht. Und blub, 10 Sekunden verbleiben, 9 Sekunden verbleiben, 8 Sekunden verbleiben. Und wir werden wieder denselben Bug mit der 1 Sekunde haben. Aber das war mir jetzt zu viel Code zu schreiben. Aber es funktioniert. Der Code hat sich genauso ausgeführt wie der die While-Schleife. Die Frage, warum man denn überhaupt While-Schleifen verwendet, erübrigt sich eigentlich. Natürlich kann man das mit Funktionen machen, aber ihr seht ja, so sieht das mit Funktionen aus, während es mit While-Schleifen einfach nur so aussieht. Blub. Und das ist ja sehr viel weniger Code und vor allem ist es auch weniger anstrengend für Lua in der Execution. Es verbraucht einfach weniger Speicher, weil wir erstens eine Variable weniger speichern. Die Funktion ist ja eine Variable. Und vor allem, gehen wir nochmal zurück, weil wir hier in verschiedenen Leveln einfach mittendrin sind. Wir sind dann einfach in eine Funktion reingegangen. Von der Funktion gehen wir in das nächste Level der Funktion, dann ins nächste Level der Funktion und dann wieder ins nächste Level der Funktion und dann wieder ins nächste Level der Funktion. Wir gehen mehrere Etappen hier Level nach unten. Und jedes Mal, wenn wir innerhalb dieses Loops dann zum Beispiel irgendeine Variable deklarieren würden, die theoretisch am Ende eines Loops dann auch wieder weg wäre, ist sie beim Anfang der nächsten Funktion immer noch nicht weg, weil diese Variable befindet sich dann ja immer noch im lokalen Scope der nächsten Ausführung der nächsten Funktion. Das heißt, das verbraucht einfach immer mehr Speicher, wenn man eine rekursive Funktion macht. Roblox hatte, glaube ich, mal irgendwelche Features, die Tail Recursion performanter gemacht haben, dass halt nicht so viel unnötiger Speicher verbraucht wird. Aber soweit ich das noch richtig in Erinnerung habe, wurde das entfernt, weil es potenziell andere Bugs mit sich bringen konnte. Dementsprechend ist das hier einfach in Roblox Lua aktuell eine Bad Practice. Es ist natürlich immer besser im Coding, den rekursiven Funktionscall ganz am Ende der Funktion zu haben. Vielleicht sogar hier hinten zu schreiben Return, damit der Compiler auch wirklich weiß, okay, hier wird die Funktion jetzt beendet und wir returnen, was auch immer diese Funktion returnt. Dadurch kann der Compiler den Code performanter machen. Soweit ich weiß, ist es in Lua nicht mehr so, dass es performanter wird. Andere Programmiersprachen machen es in so einer Ausführung auf jeden Fall performanter. Aber wenn wir zum Beispiel mittendrin hier irgendwo die Funktion nochmal callen, dann ist es nicht performanter. Und dann haben wir in den meisten Programmiersprachen, wenn nicht sogar in allen, ein Problem, dass einfach immer mehr Speicher verbraucht wird und es dann irgendwann vielleicht zum Stack Overflow kommt und unser Code einfach abschmiert. Die genauen Details dahinter brauchen euch nicht interessieren. Ihr müsst einfach nur wissen, man kann das machen.
Es gibt Situationen, in denen es Sinn ergibt, rekursive Funktionen zu verwenden. Rekursive Funktionen sind sehr wichtig im Coding. Aber wenn es möglich ist, sollte man dann doch wieder auf Loops umsteigen. Diese Funktion hier lässt sich als While Loop gestalten, aber sie lässt sich auch als For Loop gestalten. Damit lernen wir jetzt den nächsten Loop und wir sind schon echt lange drin, weil wir es ziemlich ausführlich erklären. Ich hoffe, ich bin euch ausführlich genug. Ich hoffe, es ist aber auch nicht zu langweilig, weil ich versuche es euch möglichst beizubringen, dass die Leute es verstehen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr es nicht versteht. Ein For Loop initialisiert man mit dem Keyword For. Und dann müssen wir festlegen, wie oft dieser For Loop ausgeführt werden soll. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Von diesen zwei Möglichkeiten werde ich euch heute nur eine Möglichkeit zeigen, die vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen ist. Aber die andere wird noch schwieriger, weil das, was wir dafür brauchen, kennt ihr wahrscheinlich noch gar nicht. Wir schreiben jetzt zum Beispiel for countdown ist gleich 10. Wir können hier oben das local countdown komplett weglassen. Komma 0, Komma minus 1, do. Und dann einfach nur print countdown Sekunden verbleibend. Das ist ja noch viel weniger Code. Was machen wir hier? Wir starten einen for loop. Ein for loop mit einer Counter-Variable namens countdown. Und die hat den Wert von 10. Das muss auch immer eine Nummer sein übrigens. Andere Variablen-Typen gehen nicht. Es müssen Zahlen sein. Dann haben wir ein End-Value, ein Ende, festgelegt, wenn die Variable Countdown den Wert vom Ende erreicht oder überschreitet, dann wird der For Loop beendet. Und dann haben wir noch, das ist optional, ein Increment, ein, I guess, Erhöhungswert, festgelegt mit dem Wert von minus 1. Warum? Weil wir zählen ja nach unten. Wir zählen jetzt von 10 runter auf 0 und das in Schritten von minus 1. Das heißt 10 minus 1 ist 9, minus 1 ist 8, minus 1 ist 7 und so weiter. Bis wir dann ankommen bei minus 1 ist 0 und wenn wir bei 0 angekommen sind, dann endet der Loop. Wir führen jetzt den Spaß einmal aus und gucken, was passiert. Blub. Und ich habe kein Wait drin stehen gehabt. Es wurde direkt ausgeführt. Ist zum Glück nicht so schlimm, weil For Loops sind ja begrenzt, wenn ihr sie richtig deklariert. Ihr seht, jetzt haben wir hier gesagt 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Sekunden verbleibend. Wenn ihr natürlich die 0 nicht haben wollt, dann müsst ihr tatsächlich sagen, die Endvariable wäre 1 und danach soll es nicht mehr ausgeführt werden. Und wenn wir das Ganze nochmal ausführen und diesmal auch task.wait 1 dazu schreiben, dann wird er hier wieder sagen 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und dann Loop vorbei. Also ich finde, es ist immer noch ziemlich schwer, hier den Kopf reinzukriegen. Man legt 2 bis 3 Werte fest. Der erste Wert ist immer eine lokale Variable. Die Variable hier ist immer lokal. Sie existiert nur in diesem Scope. Ich kann hier hinter nicht sagen, print Counter und wird mir gar nicht vorgeschlagen, weil der Counter ist eine lokale Variable, die nur im Scope des For Loops existiert. Sie hat immer eine Zahl als Wert und sie wird mit jeder Iteration von dem Loop, eine Iteration ist praktisch eine Durchführung. Das erste Mal durch den Code durchgehen ist die erste Iteration, das zweite Mal durchgehen ist die zweite Iteration. Und mit jeder Iteration wird der Countdown erhöht. Und zwar um den Wert der dritten Zahl. In dem Fall haben wir hier minus 1 stehen, das heißt, er wird erhöht um minus 1. Also es wird plus minus 1 gerechnet. Plus minus 1 ist gleich minus 1. Solltet ihr aus Mathe hoffentlich wissen. Also wird es verringert um 1. Und das so lange, bis der Countdown 1 ist. Wenn der Countdown 1 ist, wird das hier noch einmal ausgeführt. Und da er jetzt 1 ist, oder halt auch niedriger als 1 ist, kann natürlich auch sein, wenn das der Fall wäre und wir hier minus 3 rechnen würden, dann würde es natürlich nicht mehr ausgeführt werden und der Loop wäre vorbei. Wenn ich jetzt minus 3 sage, sagt er 10, 7, 4, 1, Loop vorbei. Er geht nicht in den Minusbereich, weil er ja schon bei 1 ist. Wenn wir jetzt 4 sagen, dann sollten wir nicht mehr bei 1 landen, damit es nochmal deutlich wird, dass die 1 nicht die magische Zahl ist, sondern 2, Loop vorbei. Weil 2 minus 4 ist minus 2 und minus 2 ist niedriger als 1 und dementsprechend ist der Loop vorbei. Standardmäßig ist dieser dritte Wert hier immer 1 und man kann ihn weglassen. Aber wenn jetzt, es wird einem schon angezeigt, wenn der Counter größer ist als das Ende, dann funktioniert das natürlich nicht. Wir können natürlich hochzählen, und zwar zum Beispiel von 1 bis 10. Wir müssen uns dazu was Lustiges einfallen lassen. Wir nennen das vielleicht nicht Counter, sondern Punkte. Und dann schreiben wir hier, Conny hat Punkte, Punkte. Und dann würde er sagen, von 1 plus 1, die 1 hinten kann man ja weglassen, wenn sie 1 sein soll, ist 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann wird es noch einmal ausgeführt und dann ist der Loop vorbei. Wir führen es aus und jetzt steht hier, Conny hat 1 Punkte, 2 Punkte, 3 Punkte. Es funktioniert natürlich so überhaupt nicht mit dem 1 Punkte. Und wir haben das Leerzeichen hier vergessen hinter hat. Aber ihr seht, es wird ausgeführt bis inklusive 10 Punkte und dann ist der Loop vorbei. Das sind For Loops. Die sind dann wirklich dafür da, wenn man ganz normal über irgendwelche Zahlen iterieren möchte.
beziehungsweise wenn man einen Loop für eine bestimmte Anzahl oft ausführen möchte. Die meisten Programmierer nennen den Counter bei sich einfach nur I. I steht für Iteration und so werdet ihr das dann auch in vielen Code-Schnipseln, die ihr im Internet seht, finden. Aber ihr müsst es nicht I nennen, ihr könnt es nennen, wie ihr wollt, weil es ist einfach nur ein Variablen-Name. I schreiben die Leute nur, weil es kürzer ist. Ich finde, es ist aber verwirrend, wenn man I schreibt. Funktioniert aber. Wenn man dann irgendwann mal ein For-Loop in einem For-Loop hat, schreiben die meisten Leute für den genesteten For-Loop J. Aber ich würde sagen, wir bleiben lieber bei den Punkten, weil so kann man sich das besser vorstellen. Als letzten Loop, den wir heute behandeln werden, wie gesagt, es gibt noch andere For-Loops, aber die erkläre ich euch erst in einer zukünftigen Folge. Als letzten Loop geht es heute noch um den Repeat-Loop. Und der Repeat-Loop ist sowas wie ein While-Loop, nur andersrum im Grunde. Während ein While-Loop erstmal prüft, ob die Bedingung zutrifft und dann das Scope ausführt, führt ein Repeat-Loop immer erstmal das Scope aus und prüft dann, ob die Bedingung wahr ist. Repeat, zum Beispiel print high, und dann schreibt man until und dann die Bedingung, zum Beispiel Apfel. Und so sieht ein Repeat-Loop aus. Das sieht ein bisschen vage aus, weil man hat nirgendwo ein richtiges End, weil das until als Ende von dem Scope gilt. Damit haben wir jetzt einen weiteren Fall gefunden. Man kann einen Scope auch beenden mit dem Keyword until. Das heißt, Scopes haben einen Anfang, zum Beispiel do oder then, und ein Ende end, else, else if, until. So, jetzt haben wir das mal aktualisiert, weil das sind auch Enden von Scopes, bei denen man das Wort end nicht mehr schreiben muss. Vielleicht fällt uns während der Serie noch was weiteres ein. Und hier oben sagen wir natürlich, Apfel ist gleich true. Und das mit den Abständen ist ja immer noch so eine Sache, die könnt ihr selbst entscheiden. Ihr könnt zum Beispiel sagen, repeat, soap, print, bla bla bla, und dann hier unten schreiben, until Apfel. Das kann man machen. Ihr könnt auch sagen, until Apfel, aber das finde ich irgendwie blöd. Ich finde, für mich persönlich sollte hinter until einfach die Bedingung stehen und das war's. Und dann kommen wir direkt in der nächsten Zeile weiter. Aber das liegt euch tatsächlich komplett off. Repeat Loops sehen sehr lose aus. Und weil sie so lose aussehen, es fühlt sich nicht an wie ein Anfang, es fühlt sich nicht an wie ein Ende. Deswegen schreibe ich sie in der Regel in eine Zeile. Wir sagen hier auf jeden Fall erstmal repeat, print high und dann task.wait 1. Den Wait niemals vergessen, weil unser Scope für den Repeat Until Loop beginnt bei Repeat und endet bei Until. Das könnt ihr auch immer schön sehen. Scopes werden in Roblox Studio hier mit so einem kleinen Pfeil gebrandmarkt, wenn sie über mehrere Zeilen gehen. Und dann kann man sie auf- oder zuklappen für die Übersichtlichkeit. Und da seht ihr, das hier ist der Scope. Und das kann man dann einfach wegklappen nach Belieben. Ändert natürlich nichts am Code, das ist einfach nur die Anzeige für euch. Wenn wir das Ganze jetzt wieder ausführen, haben wir hier Hi und ich bin ein Idiot. Es wird nur einmal ausgeführt, weil Apfel ist gleich true. Und wenn die Bedingung true ist, dann wird der Loop natürlich unterbrochen. Aber daran sehen wir auch, ein Repeat-Loop führt das Scope immer mindestens einmal aus, während ein While-Loop es gar nicht ausführt, wenn die Bedingung nicht zutrifft. Ein Repeat-Loop führt das Scope mindestens einmal, aber halt so oft immer wieder aus, bis die Bedingung zutrifft. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, Apfel ist gleich false, und das dann nochmal ausführen, dann steht hier Hi, Hi, Hi. Und es wird jetzt jede Sekunde Hi geprintet, bis ich hier unten sage, Apfel ist gleich true. Und weil diese Art von Loop halt so andersrum ist als der While Loop, benutzt man ihn halt auch für andere Zwecke. Während man einen While Loop verwendet, solange irgendetwas der Fall ist, benutzt man halt einen Repeat Loop, solange etwas noch nicht der Fall ist. Zum Beispiel könnt ihr das nutzen, um auf Sachen zu warten. Sagen wir mal, local players ist gleich game.getServicePlayers. Local Conny ist gleich players.findFirstChildRobloxConny. Aber Roblox Conny ist vielleicht nicht im Spiel drin. Deswegen sagen wir jetzt repeat. Conny ist gleich players.findFirstChildRobloxConny task.wait until Conny. Das bedeutet, wir legen jetzt erstmal die lokale Variable Conny fest, haben noch keinen Wert für die Variable, gehen jetzt in den Repeat Loop und im Repeat Loop wird jetzt erstmal geguckt, existiert Conny. Wenn Conny noch nicht existiert, dann ist Conny natürlich nil. Wir warten einen Frame. Prüfen dann, ist Conny nil, false oder etwas anderes. Solange Conny nil oder false ist, wird dieser Loop nochmal ausgeführt. Und wir suchen nochmal nach Conny. Warten dann nochmal und das so lange, bis Conny existiert. Wir sagen jetzt if not Conny, then print Conny ist noch nicht da, end. Wie gesagt, man kann es ja hier so in eine Zeile schreiben, funktioniert alles. Das heißt, wenn Conny noch nicht da ist, dann printen wir Conny ist noch nicht da. Und jetzt printen wir hier unten, print Conny ist endlich da, Ausrufezeichen, dann können wir zum Beispiel Komma sagen, Conny. Und jetzt haben wir hier die ganzen Eigenschaften von einem Player, weil in Players gibt es ja nur Player. Dann sehen wir Parent, Character, Name, User-ID, Team, Player, GUID. Und dann gucken wir uns einfach mal die User-ID von Roblox Conny an. Das kann ich natürlich jetzt nicht
hier unten ausführen. Das wäre sehr dumm, weil dann haben wir wieder einen unendlichen Loop, aus dem ich nicht mehr rauskomme. Dafür gehe ich jetzt einfach ins Spiel rein. Wir starten einfach mal den Server und das ging ziemlich schnell. Ist natürlich jetzt einiges passiert. Es wird einmal gesagt, Conny ist noch nicht da. Hier wird was required. Von den Türen da hinten wurde was required. Und dann steht hier, Conny ist noch nicht da. Das heißt, in der ersten Iteration vom Loop wurde Conny noch nicht gefunden. Dann wurde ein Frame gewartet. Er wurde immer noch nicht gefunden. Dann wurde noch ein Frame gewartet. Und dann wurde Conny doch gefunden. Hier steht meine User-ID. Und dann wurde wieder irgendwas anderes ausgeführt. Aus irgendeinem anderen Script. Ich beende das Ganze mal wieder und clear den Output. Und dafür ist der Repeat-Until-Loop wichtig für Sachen, auf die man wartet. Weil ihr habt ja gemerkt, Conny war direkt am Anfang, als das Script ausgeführt wurde, noch nicht da. Und wenn ich dann einfach gesagt hätte, Conny ist endlich da, User-ID, dann hätte es einen Fehler gegeben. Weil nil.User-ID geht ja gar nicht. Für euch werden wahrscheinlich am Anfang die While-Loops die wichtigsten sein. Später, wenn wir dann ein paar mehr Sachen gelernt haben, dann werden für euch irgendwann die For-Loops am wichtigsten sein. Und die Repeat-Loops werden für euch wahrscheinlich erstmal noch nicht ganz so wichtig sein. Viele Leute benutzen Repeat-Loops eher etwas später erst. Aber wenn man da erstmal hinter ist, dann benutzt man sie häufiger. Worauf man zum Beispiel in Roblox sehr oft wartet, ist halt wirklich, wenn wir jetzt nicht auf den Spieler warten, sondern auf den Charakter warten. Weil beim Spieler können wir natürlich sagen, Players.wait4child Roblox Conny. Und dann wartet er ja auch und dann haben wir das auch, ist kein Problem. Aber local character ist gleich Conny.character wird nicht funktionieren. Weil der Charakter kommt ja erst sehr viel später. Der Spieler tritt im Spiel bei, dann wird ganz viel Zeug initialisiert, ganz viel Zeug muss laden. Und dann wird der Charakter erst erschaffen und gespawnt und dann kann man erst den Charakter bekommen über Player.Character. So, bei mir hat es gerade geklingelt, die Post kam, ich habe den Faden verloren. Auf jeden Fall ist der Charakter erstmal nil. Wenn ich jetzt sage Print Character, wird da wahrscheinlich nil stehen. Wir führen das Ganze einmal aus, indem ich das Spiel starte und dann steht hier unten nil, weil es ausgeführt wurde, bevor mein Charakter da war. Also können wir hier jetzt einfach sagen, repeat Character ist gleich Conny.Character until Character und dann sagen wir Print Character und dann sollte da auch stehen Roblox Conny. Natürlich sollte man hier immer noch ein Wait reinschreiben, also machen wir das einmal Task.Wait, einfach nur falls es zu lange dauert, bis der Charakter lädt. Es ist blöd, weil man wartet dadurch immer mindestens einen Frame, während man auf den Charakter wartet, aber der Charakter ist ja sowieso nie da, also kann man es ja sowieso nicht vermeiden. Wir drücken auf Play, es wird ausgeführt. Es wird kurz geyieldet und jetzt steht hier Roblox Conny. Das heißt, diesmal haben wir es geschafft, den Charakter zu bekommen. Wunderbar. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen zu den Loops oder ihren Anwendungszwecken haben? Solltet ihr nicht wirklich verstehen, wie die Loops genau funktionieren? Dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich denke, ich habe es gut erklärt. Zumindest war ich heute sehr ausführlich. Die Aufnahme dauert jetzt auch schon wieder eine Stunde. So, ich habe das jetzt hier mal dahinter geschrieben. Ein While-Loop führt das Scope so lange aus, wie die Bedingung erfüllt ist. Ein For-Loop führt das Scope abhängig von einem Counter aus. Und ein Repeat-Loop führt das Scope so lange aus, bis eine Bedingung erfüllt ist. Und das mindestens einmal. Beim letzten Mal wurde sich gewünscht, dass ich spezifischere Hausaufgaben gebe, so wie auch in der Coding-Lernserie. Das konnte ich, beziehungsweise beim vorletzten Mal wurde sich das gewünscht, aber da war halt die letzte Folge schon lange fertig. Dementsprechend würde ich sagen, solltet ihr einfach mal ein kleines Textspiel machen. Das haben wir in der Coding-Lernserie auch an ungefähr dieser Stelle gemacht, dass ihr jetzt einfach euch ein Spiel ausdenkt. Zum Beispiel Fußball, so irgendwas. Irgendein imaginäres Spiel, welches hier in der Konsole läuft. Das kann ungefähr so aussehen, dass ihr sagt, local, dann haben wir für Team 1 und für Team 2 zum Beispiel irgendwelche Punkte. Und dann macht ihr hier unten einen Loop, der eine zufällige Zeit wartet und dann passiert irgendein Event. Ihr könnt zum Beispiel eine Funktion schreiben, die ein gewisses Event erschafft. Ich will euch da noch nicht so viel vorweggeben, aber ihr könnt zum Beispiel sagen, local maximale Zeit und dann eine maximale Zeit festlegen, wie lange gespielt werden soll. Oder ihr könntet schreiben maximale Punktzahl und es wird so lange gespielt, bis ein Team eine gewisse Punktzahl hat. Und dann macht ihr einen Loop. Ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr einen While-Loop macht, der prüft, ob die Zeit erreicht wurde, einen For-Loop macht für die Zeit oder einen Repeat-Loop macht, bis dann wirklich die Punktzahl erreicht wurde. Das liegt ganz bei euch. Und dann einfach irgendwelche Events. Zum Beispiel, wenn irgendwas passiert ist, dann kriegt ein Team einen Punkt. Und dafür gebe ich euch jetzt noch eine Sache mit, die euch nützlich sein wird, und zwar math.random. Math ist eine Library, die euch mathematische Funktionen gibt. Und .random gibt euch eine zufällige Zahl zwischen m und n. Das würde, könntet ihr sagen, 1,10. Und dann wird euch eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 gegeben. Wenn ich jetzt sage print, Klammer auf, math.random, Klammer zu und das Ganze ausführe, steht hier unten 5. Ich führe es nochmal aus, dann steht hier 7, 9, 2, 1 und immer so weiter. Es wird eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 generiert.
Und ihr könnt zum Beispiel sagen, um zufällige Ereignisse zu machen, if math.random 1,100 zum Beispiel für eine Prozentzahl ist kleiner als 70, then print 70%ige Chance. Wir führen das Ganze mal aus. 70%ige Chance, nochmal 70%ige Chance, nochmal nichts. Das bedeutet, zweimal wurde die 70%ige Chance gehittet, beim dritten Mal wurde sie nicht gehittet. So macht ihr einfach Chancen. Und das könnt ihr in eurem Spiel verwenden, um zum Beispiel zu sagen, ja, die Chance, dass ein Team einen Punkt macht, liegt bei so und so viel Prozent. Die Chance, dass ein Team vielleicht fault und eine Strafe bekommt. Denkt euch was aus. Seid kreativ, macht ein eigenes, imaginäres Spiel. Dann, wenn ihr nicht so kreativ seid, kann einfach Fußball sein und dann sagen, ja, dies und das passiert in dem Spiel und dann printet ihr in die Konsole, das ist jetzt passiert, das ist der Punktestand und am Ende printet ihr, Team 1 hat gewonnen oder Team 2 hat gewonnen, je nachdem wer gewonnen hat, den Punktestand und das könnt ihr dann gerne auf meinem Discord-Server einmal posten. Auf meinem Discord-Server gibt es nämlich das Roblox Studio Forum, das ist eher so für allgemeine Fragen zu Roblox Studio gedacht, aber ich erstelle jetzt einmal einen neuen Post. Wenn ihr jemals einen Post erstellen wollt, dann klickt bitte auf diese Post-Richtlinien hier, lest euch das hier durch, alles anzeigen und haltet euch daran, weil es gibt sehr viele Posts, die sich nicht an die Richtlinien halten und auf die antworte ich einfach nicht, weil es mir einfach zu anstrengend ist, mir das dann durchzulesen. Ich mache jetzt erstmal einen Post, den nenne ich Hausaufgaben. Hier könnt ihr eure Hausaufgaben aus den Coding-Tutorials posten und dann muss man natürlich mindestens einen Tag auswählen und ich sage hier einfach mal Frage zu Tutorial. Es war keine Frage zu einem Tutorial, aber ich will jetzt keinen extra Tag nur dafür posten. Wir haben es jetzt auf jeden Fall eingerichtet. Ich poste das Ganze. Ihr könnt dann hier oben einfach suchen nach Hausaufgaben. Solltet diesen Post dann eigentlich auch finden. Ich werde den Post erstmal anpinnen. Bitte denkt daran, wenn ihr Code hier im Forum postet, dann macht das bitte in einem Codeblock. Ein Codeblock macht ihr, indem ihr dieses Zeichen hier dreimal schreibt. Dann dahinter Lua schreibt und dann könnt ihr hier hinter einfach euren Code schreiben und der wird dann richtig gehighlightet und es ist sehr viel lesbarer. Und dann am Ende, um das Ganze zu beenden, schreibt ihr nochmal dieses Zeichen dreimal. Das findet ihr übrigens rechts neben dem SZ auf eurer Tastatur, wenn ihr die Taste Shift oder Umschalt gedrückt haltet. Bisschen schwer zu finden, aber es ist halt rechts neben dem SZ oder rechts neben dem Fragezeichen. Und es muss halt dieses Hochgestellte, das so ein bisschen nach unten geht. Schwer zu erklären, schwer zu finden. Aber damit könnt ihr dann Local Test ist gleich einschreiben und das wird dann richtig gehighlightet, weil wenn ihr es ganz normal als Text schreibt, ist es nicht lesbar und dann habe ich keine Lust mehr, das durchzulesen. Ich bin gespannt auf eure Hausaufgaben, freue mich natürlich auch auf Kommentare. Das war's mit dem Video, beim nächsten Mal geht's um keine Ahnung, vielleicht sogar schon um Listen, muss ich nachgucken. Das findet ihr natürlich heraus, indem ihr auf das Video hier klickt, sofern die Folge schon da ist. Bis dann und ciao!